Ich kenne Wind- und Wassersportler, die fahren in die hässlichsten Gegenden, in die komischsten Ecken dieses Planeten Erde. Immer auf der Suche nach Wind, immer auf der Suche nach dem Kick, immer auf der Suche nach möglichst viel Wind, tagtäglich Starkwind, Wind ohne Ende. Und auf das Hinterland, auf die Schönheit dieser Orte kommt es diesen Menschen gar nicht an. Allerdings, wenn der Wind dann an diesen Highlight-Spots ausbleibt, dann sind diese Windsportler meistens frustriert, zu Tode gelangweilt und schlecht drauf. Das kann uns hier und heute auf der Insel Elba nicht passieren. Wir sind zwar hierher gekommen, um zu segeln, um einen nagelneuen Happy Cat Hurricane der Firma Grabner zu testen, zu checken, auszuprobieren, was damit so alles geht. Aber wenn der Wind ausbleiben sollte, so haben wir hier auf dieser wunderschönen kleinen Toskana-Insel jede Menge Alternativaktivitäten zu unternehmen. Dazu gehört das Wandern, dazu gehört das Erkunden von wunderschönen Stränden, das Suchen von interessantem Gestein. Und ja, und wenn man noch Mountainbikes dabei hat, schön, oder? Die Insel Elba ist auch ein Mountainbike-Eldorado. Aber wir haben es heute hier nicht eilig. Wir erkunden erstmal die Gegend, frühstücken heute Morgen hier an der weiten Bucht, an der weiten Segelbucht von Porto Ferraio. Stellen fest, der Wind ist mäßig bis schwach. Wir müssen uns nicht sonderlich beeilen mit dem Aufbau unseres Katamarans, sondern erholen uns erstmal von unseren Wochen zuvor, die ziemlich stressig waren, und von der 1000 Kilometer Anreise. Meine Tochter Samira und ich haben beschlossen, uns jeden Morgen einen anderen schönen Ort zu suchen für unser Frühstück, für unseren Morgenkaffee. Und heute ist die wunderschöne kleine Bucht von Bagnaia. Von hier aus hat man einen Blick auf die Altstadt der Hauptstadt, auf Porto Ferraio und den bunten Fährverkehr und Schiffsverkehr, der hier hin und her geht. Unsere Hunde können hier am Strand frei rumlaufen. Ab und zu taucht auch mal ein einheimischer Köter auf. Aber alles geht gut, alles ist prima. Es sind noch keine Touristen hier. Hier wirkt alles noch verschlafen und winterlich. Obwohl hier an diesem Strand eine aktive deutsche Segelschule eine wunderbare Station hat. Hier kann man auch Cut-Segeln lernen. Laserjollensegeln wird angeboten und so weiter. Hier könnten wir auch starten, aber wir haben es vorgezogen, auf dem Campingplatz von Nisporto etwa 4 bis 5 Kilometer weiter östlich unser Basislager aufzuschlagen, dort zu campieren und von dort aus dann hier in diese wunderschöne, große, geschützte Segelbucht von Porto Ferraio zu segeln, um hier den Happy Cat zu testen und auf Geschwindigkeit zu trimmen. Samira hat uns noch von zu Hause selbst gebackene Mohn- und Quarkschnecken mitgebracht. Und heute Morgen sieht der Himmel über Elba etwas grau und trist aus. Nebelschwaden ziehen über die Bergkämme. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren hoch und probieren mal aus, wie sich der lange, große Wanderweg anfühlt, der vom Osten in den Westen der kleinen Insel führt und dabei meist über die Höhen aller Berge führt. Thank you.
uns auf der grünen Toskana-Insel Elba auch immer wieder gefällt, das sind die kleinen Bergnester, die alten Dörfer, die hier noch so aussehen wie im Mittelalter. Ja, und im Rio Nel Elba, wo wir jetzt gerade drauf zufahren, dort hat Samira damals ihren 7. Geburtstag gefeiert, als wir die Insel Elba mit Zeltgepäck in Kajaks umrundet haben und ich damals darüber einen Kanuführer, einen Wanderführer und einen Mountainbikeführer geschrieben habe, der aber leider schon mit dem Pollner Verlag eine kurze Zeit später unterging. In die alte Eisenerzstadt Rio Marina fährt gerade eine kleine Fähre ein. Hier ist nicht so ein hoher Fährverkehr wie in der Hauptstadt Porto Ferraio. Rio Marina ist eher verschlafen, aber schön bunt, ursprünglich. Und auch hier gefällt es uns und an nahegelegenen Stränden können wir immer hinlaufen, unsere Hunde frei laufen lassen und schöne, bunte, interessante, spannende Steine suchen. Hier mal gerade eine Anmerkung am Rande. Mir ist vollkommen klar, dass vielen Leuten, die sich meine Videos reinziehen, meine etwas merkwürdige, abgefackelte Musik oft genug auf die Nerven geht. Dafür habe ich volles Verständnis. Ich weiß, dass sie komisch ist. Ich weiß, dass sie merkwürdig ist. Ich weiß, dass sie abgefackelt ist. Aber genau das liebe ich persönlich. Und ich verwende in meinen Filmen immer nur das, was mir gefällt, nicht das, was andere gerne von mir hören würden, sehen würden, konsumieren würden. Also klar ist, István Szigály ist ein Ungar, der mit allen Musikwassern dieser Welt gewaschen ist und hier von der Mongolei über Afrika und China und weiß ich was alles Musikinstrumente gesammelt hat und Klänge hervorbringt. Ja, die sind gewöhnungsbedürftig oder man gewöhnt sich eben gar nicht dran und findet es echt nervend. Aber das ist okay so. Elba wurde einst in der Erdgeschichte aus sehr interessantem, sehr abwechslungsreichem, sehr skurrilem Gestein zusammengebaut. Und jahrhundertelang war Elba ja ein Fundort von Eisenerz und überall wurde Eisenerz abgebaut. Und heute findet man an den östlichen Stränden der Insel immer noch sehr, sehr interessante Gesteine, Minerale. Wir kennen uns damit nicht aus, wir sammeln immer nur das, was uns einfach optisch, künstlerisch, Kunst der Natur gefällt. Und das nehmen wir auch mit in unsere Reisesammlungen als Andenken an diese tollen Gegenden. Wie hier am Strand etwas östlich von der Eisenerzstadt Rio Marina.
Eigentlich waren wir heute an diesem Tag scharf, endlich mit dem Happy Cat Hurricane ja, an der Küste entlang zu segeln, statt hier im Inland rumzudappen. Aber härtere Temperaturgegensätze haben die ganze Zeit schon über 24 Stunden immer wieder zu heftigen Gewittern geführt. Und da macht es einfach keinen Sinn, mit einem Segelboot aufs Wasser zu gehen. Da kann einem schon mal der Blitz ins Hirn krachen. Und deshalb haben wir das sein gelassen, obwohl wir jetzt allmählich ungeduldig werden. Denn natürlich interessiert uns brennend, was dieses Reisesegelboot, was immer noch in unserem Köpfen nur als Superboot existiert, was das in Wirklichkeit bringt, was es uns zeigt, welchen Spaß wir damit haben. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz scharf davon aus, dass wir morgen auf jeden Fall segeln, egal ob Gewitter ist, egal ob Wind ist, egal was überhaupt ist. Morgen werden wir mit diesem Segelboot aus der Bucht von Nisporta hinaus segeln, hinaus schwimmen oder hinaus paddeln. Scheißegal, aber ab morgen wird hier gesegelt. Thank you.